Will ich erst von der Fee hören. Wenn die Fee mir das nicht sagt, dann glaube ich das auch nicht. Ich würde mal sagen, wir machen bei ihr Stärke. Weil, ich habe mir überlegt, sie soll viel. Ah, wieder die habe ich schon. Weil sie soll natürlich heilen und so. Aber wenn sie jetzt nur Heilung lernt, ist natürlich blöd. Sie soll ja auch helfen. Das heißt, ich mache Stärke am Anfang, damit sie. Sie hat Kraftwasser gelernt! Und ich drücke mal falsch. Auf einen. Jetzt geht's los, Leute. Jetzt macht das Spiel doch um einiges mehr Spaß. Juhu, yuppie. Und da habe ich einfach nur mir gedacht, was wirst du tun? Ich springe in den Tod. Ich benutze Laterne. Einfach nur, weil ich sie gerade bekommen habe. Nichts passiert. Laterne, du bist schlecht. Ich könnte einen Wundertau benutzen. Natürlich benutze ich die Fee wieder. Hallo. Ja, auch Regenbogenfarb. Yay. Oh mein Gott. Was soll das? Ihr habt die Barriere im Wendel gesenkt. Achso, ihr habt die Barriere im Wendel gesenkt. Ich danke euch, die Invasion kann nun beginnen. Ha, 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 ha. Lasst uns gehen. Ich habe nur darauf gewartet, dass wir rüberkommen. Hey, listen! Hey, hey! Was soll ich machen? Urinier über sie rüber mit deinem. Das ist doch dein Feenstaub. Ich habe das bei. Hier. Was heißt. Peter Pan. Was kommt denn jetzt schon wieder? Ich will nicht zu Schnee. Hallo, wir haben gerade selbst hier Winter. Ich hasse Winter. Ist das Wasser? Dann trinke ich mal. Ist das beruhigend. Das war wohl das Blödste überhaupt im zweiten Teil. Weihnachtsmann treffen. Wie albern. Ist das der Mana-Baum? Der ist aber nicht sehr geschützt. Wirklich, Kevin ist ohnmächtig geworden, weil er runtergefallen ist. Wasser, ein Wasserfall. Ah, Mist, eben hatte ich kurz das, wie es heißt da oben. Na, ah, ich hab's vergessen. Wir haben nichts zu tun. Unser Hobby ist rumtanzen. Oh nein, der Baum. Wir müssen zum Priester und den Helden finden. Wir haben nicht viel Zeit. Ich wüsste gern, was mit dem Helden noch im zweiten Teil geworden ist. Ob der wohl glücklich wurde, ob er wohl irgendjemand gefunden hat für sich. Das Ende ist nämlich so traurig. Naja, im ersten Teil auch. Also im ersten ist eigentlich der zweite Teil, aber naja, ist auch sehr traurig. Jedes endet traurig. Oh mein Gott, ich will das nicht mehr spielen. Ich kann nicht mehr. Wir sind fast da und außerdem musst du dich nicht mal viel bewegen und scheinbar geht es trotzdem ziemlich rasch weiter. Ich schaffe es nicht. Ich gebe dir meine Kraft. Oh, ihr seid ja tolle Freunde. Wir können auch nicht mehr. Oh, jetzt natürlich wollt ihr wieder so cool sein wie sie, ne? Jetzt, oh, immer dieses Mitmachen, immer dieses hip sein wollen und immer den Massenzwang. Du bist unsere letzte Hoffnung. Wir werden vielleicht gegessen. Ausgerupft. Was ist jetzt die Vorgeschichte? Wie sie dazu kam? Wie nett, sie haben sie aufgehoben. Wo bin ich? Plötzlich kann er wieder sprechen. Na dann. Ha, ha, ha. Ich kann ja heilen. Dankeschön, Kali. Jetzt machen wir ihn fertig. Auch wenn es 3 kostet, ist vollkommen egal. Okay, wir sind also im Gefängnis. Das ist sein Sohn. Er wollte seinen Sohn nicht eigentlich umbringen. Was hat das alles gebracht? Eigentlich nur, um die Geschichte rauszufinden, nicht wahr? Um die erste Magie zu bekommen. Aber ansonsten war so unwichtig. Oh mein Gott, ich kenne dich. Ich kenne dich. Ich kenne dich. Bist du nicht der, den ich eigentlich nehmen wollte? Na okay, gehen wir weiter. Rauslassen!
Ja, das ist er. Hallo, Typ, den ich lieber nehmen wollte. Es kommt keiner mehr. Doch, Gott, kommt immer für mich. Ach, anderes Let's Play, Entschuldigung. Wer ist da? Ah, nee. Wer ist da? Er ist ja ein Biest, da muss ich ein bisschen männlicher. Ich kann nicht männlich sprechen, aber ich hätte gerne so eine männliche Stimme. Wisst ihr, so eine, wo jeder sagt so, das ist so männlich, da werden alle Frauen schon von schwanger. Ah, nee, das wäre doof. Das will ich ja nicht. Aber ihr wisst, was ich meine, als metaphorisch gesehen. So richtig, dass alle sagen, oh, ist der männlich. Und dann gucken sie mich an und sagen, ach, sprich mal lieber nur. Wir können ja am Telefon eine Beziehung eingehen. Ich bin Duran! Nein, wir machen jetzt keinen Mickey Maus. Ich bin Duran, ein Schwertkämpfer aus Forzena. Dies ist das Gefängnis von Yat. Die Biestmänner brachten dich her, als du bewusstlos warst. Oh, danke, da wäre ich jetzt gar nicht drauf gekommen. Oh, puh, ein Glück habe ich den Typen hinter der Wand. Ziemlich dünnes. Warum spreche ich eigentlich durch die Wand? Ich glaube, es würde besser sein, würdet ihr unten... Naja. Dafür werden sie bezahlen. Sie griffen mich an, als ich schlief, diese Feiglinge. Ich bin so hübsch, wenn ich schlafe. Das gleiche mit euch, richtig? Ich werde ihnen zeigen, wer hier der Boss ist. Wartet nur. Hey, Ruhe! Ich hole gleich einen Rotschopf. Was? Was sagtest du? Ja, weiß ich nicht. Ging zu schnell. Diesmal bekommst du es. Tritt zurück. Ja, ich habe vergessen, dass wir in der homoerotischen, dass die alle so ein bisschen seltsam sind. Nun bekommst du es. Warum du... Ja, das wurde so übersetzt. Ich verstehe das. Das machen sie bei Simpsons auch immer so. Why you? Das ist ein bisschen scheiße übersetzt. Verdammt. Man macht sich nicht lustig über Stotterer. Ich kannte in der Kindheit einen Stotterer und das tat mir total leid, dass er von allen Seiten fertig gemacht wurde, weil können ja nichts dafür, ne? Was, welche Leute ich nicht glaube, sind hier die mit, wenn mir die Krankheit wieder einfällt, sage ich es euch. Haha, dummes Tier. Oh, das fängt auch schon so an. Komm, gehen wir. Siehst du nicht, dass er auch ein Tier ist? Okay, trennen wir uns. Mhm. Ha, gehen wir. Trennen wir uns. Scheide dich. Die Haare machen dich zur Frau. Ich beschäftige die Biestmänner, während ihr zum Hafen rennt. Ein Schiff sollte dort bald auslaufen. Ich habe Leute davon reden hören. Los, geht. Oh, er hat uns zugewunken. Ich will dich. Du kannst Angela mitnehmen. Ich habe nichts gesagt. Hallo. Verflucht. Verflucht. Du bist scheiße. Hier ist nicht mal ein Bett oder so. Oder Toilette. Weißt du, wie... Das ist, wir sind doch keine Tee... Warte doch. Macht das immer das Geräusch? Habe ich letztes Mal irgendwie nicht mitbekommen. Oh, die geile Musik wieder. Irgendwie haben Burgen geile Musik, oder? Bei Kronenträger ist eine meiner Lieblingsmusik. Die muss ich mal zu meinen Favoriten dazu tun. Naja. Ach ja. Die Zukunft und meine Pläne. Ah, okay, kämpfen. Of course. Wir kämpfen gegen Wölfe. Karl! Karl, der Käfer wurde nicht gefragt. Man hatte ihn. Karli, geht's gut? Okay, Karli, wir sollten wir dich mal checken lassen. Juhu! Wow, bam! Ich bin der bessere Wolf von uns dreien. Okay, Kalif McFett. Hallo. Nee, das ist der Bürgermeister. Natürlich. Bitte, ihr müsst mir helfen. Bitte, ihr müsst mir helfen. Bitte, ihr müsst mir helfen. Okay, ja, was denn? Was soll ich denn machen? Ich helf doch. Hier, ich komm mit. Komm, wir schieben den Fettsack raus. Wenn wir ihn rüberrollen, dann geht das schon. Oh, was willst du denn? Dann nicht. Ich habe sie umgebracht. Du bist sehr seltsam, dein Bauch guckt raus. Ist es nicht zu kalt? Oder sind wir hier im Warmgefilde? Sind wir im Warmgefilde, Angela? Sag mal. Ich mit Fell kann das ja nicht so mitbekommen. Bin ich eigentlich kuschelig? Ich würde gerne wissen, ob der kuschelig ist, aber ich glaube, das ist sexuelle Belästigung, ne? Ich mag halt so kuschelige Tiere und so.
mit meinem Hund oder meiner Katze, Kater, wir hatten nie eine Katze, sondern mal Kater, haben wir so gekuschelt, die ganze Zeit, das würde ich mit Kevin auch machen. Und dann würde er sagen, okay, no homo. Und sage ich, mir doch egal, ich will dich kuscheln, du bist knuddelig. Und dann, er zum Beispiel hier ist eher so ein Porky, ne? Und du bist auch hässlich im Gesicht. Naja, vielleicht bist du ein guter Bürgermeister. Aber dass die dich noch nicht aufgefressen haben, die Wölfe, Respekt. Würdest du vielleicht sogar überleben? Hallo! Wer ist cool? Link in Wolfsform ist cool. Das ist doppeldeutig jetzt, weil Link in Wolfsform bei Twilight Princess ist wirklich cool. Twilight Princess ist aber nicht so cool, weil ich finde, Link ist total ersetzbar. Die ganze Zeit geht's nur um Midna. Oh, hat mich die angekotzt. Die ganze Zeit. Dann hab ich mir gesagt, wann kommt irgendwann mal Link zum cool sein und so? Und er war cool. Er war ein geiler Wolf. Wie er hier als Werwolf aussieht wie Link. Jo, ich mag coole Sachen. Und ich mag meistens solche kleinen Mädels nicht so gern. Oh, ich kann eine Geschichte erzählen. Das wissen die meisten bestimmt nicht. Alle, die Secret of Mana... Ja, Wölfe. Die Secret of Mana gespielt haben für Super Nintendo. Da gab es eine Koboldin, ne? Und da habe ich mich immer gewundert, was soll dieser Fehler? Die sagt, ich hab Amnesie. Ich kann mich nicht erinnern. Gib mir irgendeinen Namen. Einen dreckigen Namen. Gib mir einen Namen. Und sage ich, okay. Gib dir einen Namen. Und dann nennt man sie irgendwie Pisnelke oder so. Die dritte. Und dann kommt man irgendwann zu ihrem Opa, Anführungszeichen, und sagt er, ich bin blind, aber ich höre doch, dass das Pisnelke ist. Und dann habe ich mir gedacht als Kind so, warte mal, wir haben es gleich richtig, wir haben ihr den richtigen Namen gegeben, das ist ja Rumpelstilzchen-like, wenn man es gleich, okay, wie läuft der? I'm the best around. Nee, warte mal, müsste ich jetzt nicht Rocky, dieses Theme für Rocky machen? Ich trainiere hier gegen die Wand. Oh, ich bin super geil. Yeah. Auf jeden Fall habe ich dann gesagt, ja, okay, vielleicht irgendwie ein Fehler in der Besetzung. Ja, ich war schon als Kind ein bisschen, weiß nicht, ob man es langweilig nennen darf oder so. Er ist nicht mehr hier. Party. So, viele, viele Jahre später dann. Internet und weil man einfach drauf kommt. Habe ich mir dann so alte Spiele angeguckt im Internet und recherchiert. Einfach nur, weil, ich muss nicht alles erklären. Ich schulde euch keine Erklärung. Mann, ey, ihr seid nicht meine Mutter. Oder vielleicht doch. Und, und dann plötzlich lese ich, das ist nicht eine Koboldin. Denn in jedem Mana-Spiel kommt das Mana-Kind vor. Das Mana-Kind ist ein Junge, immer. Und das Mana-Kind ist in dem Teil halt Koboldin, in Anführungszeichen. Das ist in Wirklichkeit ein Typ. Oh mein Gott. Und das macht, worauf wollte ich jetzt hinaus? Das macht Sinn, weil ich mochte den, weil es irgendwie anders war. Und am Ende wird ja dann erklärt, oh, wenn Mana aufgibt, bla, platze ich auch und so. Und ich fand es immer so ekelhaft. Ich dachte, dann die kleine Koboldin explodiert oder was? Nein, sie kehrt einfach wieder zu er. Ich fange ja auch schon so an. Das ist ja wie bei die Veränderung bei Sailor Moon, die von Geschlechtern. Ach, Mann. Nein, es ist einfach so, dass das Mana-Kind wieder zurück zu Mana geht natürlich. Mana ist gerettet, der Mana-Drache ist besiegt und so. Die Geschichte, ne? Kennt ihr ja. Und ich erzähle euch hier gar nichts. Ich laufe nur durch die Stadt und will zum Hafen. Mehr machen wir nicht. Also erzähle ich euch das andere. Oh mein Gott. Hallo, Pirat. Schnell, kletter drauf. Warte, Duran ist noch nicht da. Tut mir leid. Ankerlichten. Hey.